Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge Let's Go Play Minecraft. Ja, Neptuns Dank, ganz große Führung. Was waren es jetzt? 5 oder 6 Folgen? Na, nicht in der von mir gewohnten Überlänge, sondern eher so zwischen 15 und 20 Minuten jeweils die Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Kommentaren nach ist das ja alles sehr gut angekommen. Dickes Danke nochmal an Obi-Wan Kenobi, der also nicht nur Neptuns Dank gebaut hat im Wesentlichen, oder ja doch, und sondern auch bei den Kommentaren da nochmal fleißig mitgeholfen hat, vieles erklärt hat, Sachen, die ich nicht wusste, die Zuschauer gefragt haben. Ja, dickes Danke nochmal dafür. Wir sind jetzt wieder hier an unserem Berberdorf. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Ihr seht es schon, hier sind neue Häuser dazugekommen. Und es gibt jetzt hier so einen kleinen Weg von der Minecart-Station hier runter ins Dorf. Und wir schauen uns da gleich mal unten an, was da an neuen Gebäuden dazugekommen ist. Da haben wir hier einmal richtig schön mit buntem Vordach ein Farben- und Wollhändler. Darauf bin ich gekommen, weil jetzt ja neuerdings die Tintenfische auch in relativ flachen Gewässern spawnen. Und teilweise hatte ich also hier schon mal 3 Tintenfische im Hafenbecken oben zu schwimmen. Und da dachte ich mir, Momentchen mal. Ja, da können doch sich dann auch Fischer darauf spezialisiert haben, die Tintenfische zu fangen. Und ihre Tintensäcke dann hier abzugeben, um sie zu Farbe verarbeiten zu lassen. Und draußen haben wir ja auch die Kaktushecke. Na, da kriegt man ja dann die grüne Farbe draus. Also, der Mann dürfte hier durchaus sein Auskommen finden. Und zwar gar kein so schlechtes Auskommen, wie seine Hütte hier schon vermuten lässt. Ne? Schönes, buntes Vordach hier aus gefärbter Wolle im Wechsel mit weißer Naturwolle. Dann hier nochmal so eine kleine Spezialität, no, damit die Leute hier am Hafen hier vorbeispazieren können. Geht es also hier über diese Pistons. Und genau wie der Bootshändler, der Bootsbauer da hinten, hat der da hinten also auch nochmal einen Hebel, dass er die hier runterfahren lassen kann. Denn als relativ wohlhabender Händler hier am Ort hat er natürlich ein eigenes Dock für seine Gäste, die ihn da besuchen und die Waren anliefern. Dann schauen wir uns mal seine Hütte von innen an. Hier schön ausgestattet, Sandsteinfußboden, hier die Sitzecke mit Wolle, dann kräftige Farben, das ist natürlich hier wieder eine Lehmwand. Ja, seine Auftragsbücher, Rezepte und so weiter, dann hier die Workbench und die Haushaltstruhe, ja, schon gefüllt mit Nahrungsmitteln, das habe ich in den anderen Häusern jetzt auch drin, dass da in den Truhen immer so ein bisschen Nahrungsmittel drin sind. Natürlich überwiegend Fisch, nur die besser verdienenden Haushalte können sich hier eben auch Fleisch leisten. Und dann gibt es hier eben den kleinen Hebel. Damit wird das Becken geöffnet. Und das Blöde ist, die Leute können dann hier nicht mehr rund ums Hafenbecken spazieren. Aber das kann der Mann sich hier leisten, wenn er den Hebel wieder hoch macht. Zack, ist die Brücke da. Ja. Und ja, dann haben wir hier noch, zack, kleine Schlafzimmer für ihn und seine Angetraute. Natürlich mit Wollteppich. Na, und hier an der Wand nochmal mit Stoff bespannt. Schönes Bild. Na, dann hat er hier auch sein Auskommen. Und hier in der Truhe hat er also seine Handelsgüter drin. Farbige Wolle, da packen wir nochmal die schwarze dazu. Dann hier halt die Farbstoffe. Na, von den gelben Blumen ein bisschen was. Von dem Kaktus, das ist Green. Knochenmehl, um halt hier aus den Inksacks die Farbe, schwarze Farbe zu verdünnen und eben graue und hellgraue Wolle zu bekommen. Weiße Wolle natürlich. Und ja, ich habe hier einfach mal die Schere mit reingelegt, die ich da gerade benutzt habe. Ja, ein Schafzüchter oder Jäger vielmehr wird es hier sicherlich auch noch geben. Dann etwas vorher gebaut. Ja, der Shop für Angeln und Netze. Na, da hier natürlich hauptsächlich Fischer ihrem Broterwerb nachgehen, muss es also auch jemanden
geben, der sich hier um die Angeln und die Netze kümmert. Das Zeug, was sie zum Fischen brauchen. Dem Mann geht's auch ganz gut, ne? Er kann sich hier feinsten Sandstein als Baumaterial leisten. Hat hier auch sogar einen Holzfußboden in seiner Hütte drin. Ja, Holz ist ja knapp hier. Wird ja meistens für die Boote und alles andere gebraucht, aber da er halt mit dem Material arbeitet, kann er das hier auch so einsetzen. Ja, hier schön die Sitzecke, hinten seine Auftragsbücher, Bilder an den Wänden. Die obligatorische Kürbislaterne darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier haben wir halt den Arbeitsbereich mit Herd, Workbench und in der Truhe halt auch drin schon ein paar Angeln, ein bisschen String, also Fäden. Ja, der Mann kann sich auch Fleisch leisten. Was hier noch fehlt, sind Spinnennetze. Ja, die kann man sich ja mit Too Many Items reinpacken, obwohl man sie natürlich nicht hier craften oder ernten, farmen kann. Und ja, hier hinten hat er also noch sein kleines Schlafzimmer. Das wäre zum Beispiel was für die nächste Mitbauaktion, wenn mir da jemand so ein paar Spinnennetze in der Kiste hinterlassen könnte, ne? Die würden dann hier landen und hier die Ausstattung vervollständigen. Ups, so, zack, na. So, jetzt sind wir draußen. Die Hafeneinfassung hier mit Mossy Cobblestone gemacht, weil das natürlich hier am Wasser immer feucht ist. Ja, das noch als kleines Detail, was dann hier auch noch natürlich rumgezogen wird. Ja. Ich glaube, ich werde das hier mal auch aus Sandstein machen. Haben wir den dabei? Nö, dann hole ich mir schnell welchen. Ja, oben haben wir auf jeden Fall welchen. Na, da finden wir doch glatt noch ein Ei. Ist doch wunderbar. Haben wir es auch eingesammelt. Sehr schön. So. Ja, das mit dem Berberdorf, da wird es also dann immer so Stück für Stück weitergehen. Je nachdem, wie ich halt hier Ideen für die Häuser habe und die Umgebung. Hier sieht man auch nochmal noch ein paar Sachen, was sich jetzt erweitert hat. Darauf komme ich gleich. Na, hier geht also die Umzäunung des Dorfes weiter. Hier kann man sich also einen Palisadenzaun ein Stück weit zumindest leisten. Dann haben wir hier ja die Hecke und diese Büsche hier. Das ja, ist eine recht einfache Sache. Ich zeig's euch gleich mal, wenn ich dann hier die Tür aufmache. So. Na, die habe ich hier in die Wüste reingesetzt. Hier habe ich also auch ein bisschen terraformt, hier ein bisschen den Sand noch abgegraben und dann hier aufgefüllt. Hier war ja noch so ein Hügel mit Erde, den habe ich teilweise weggesprengt, teilweise weggegraben und hier eben das, was hier an Erde noch hervorlugte, eben mit Sand überdeckt oder einfach ausgetauscht, damit eben hier schön Wüste ist. Und ja, diese Dinger hier, das ist ganz einfach, wie bei der Hecke, ist das eben auch einfach, zack, hier so ein Stück Baumstamm in den Boden rein, zack, Laub drauf, fertig. Denn mit der Schere kann man ja neuerdings auch Laub ernten. Und ich war zwischendurch mal auf Puerto Vallarta und hab da Holz gemacht. Da ging eine komplette Diamantaxt drauf. So viele Bäume stehen da inzwischen. Und zwei Scheren habe ich hier auch noch aufgebraucht, um dann eben fleißig Laub zu ernten. Das Schöne ist, die Bäume haben unterschiedliches Laub. Und ich habe hier jetzt also für die, ja, für die trockenen Wüstenbüsche hier eben, ich glaube, das ist das Pinienlaub. Also von den Bäumen, die normalerweise nur in den schneebedeckten Gegenden wachsen, weil das eben einfach schön dünn und trocken aussieht hier in dem Texturenpack. Übrigens das Texturenpack von Down for Life Minecraft zu finden auf seinem Kanal, auf seiner Webseite. Und den Link zu seinem Kanal findet ihr bei mir in den Empfehlungen. Na, damit wir auch diese Frage dann schon mal beantwortet haben. Es wird gleich wieder dunkel. Hier sind wir auch soweit erstmal fertig mit den neuen Sachen. Genau, damit haben wir es da soweit. Zack, autsch, ja. Ja, hier den Weg eben auch so ausgebaut. Namen habe ich hier noch nicht für alle Hütten.
Oder jetzt für die neuen Hütten, auch für den Bootsbauer noch nicht. Da warte ich einfach darauf, dass mir da was Passendes einfällt. Na, sowas hier wie Chussow ibn Autsch Aua, den Vater der Stacheln, der sich also hier um die Kaktushecke kümmern soll. Da muss man halt einfach auf die richtige Idee warten, unter Umständen, ja, bis die sich dann einstellt. So, und ich hüpfe dann mal hier runter und hau mich dann einfach mal kurz aufs Ohr. Zackidi zack. Und so. Ja, was mir aufgefallen ist, die Abozahlen haben sich natürlich erfreulicherweise, dickes Danke auch dafür, weiterentwickelt. Ich steuere ja mittlerweile auf die 800 Abonnenten zu. Und das Dumme ist nur, jetzt bei den Folgen zu Neptuns Dank, da sind die Viewerzahlen, also die Zahl der Leute, die tatsächlich meine Videos sehen, die sind runtergegangen. Ja, also bei den Folgen hier zu Neptuns Dank haben wir so im Schnitt 200 Views. Bei den Folgen davor, Folge 118 und früher, da waren es zwischen 400 und 500 Views pro Folge. Das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen und das kann ich mir auch nicht so recht erklären. Wieso jetzt die Abonnentenzahlen weiter steigen und die Leute nur noch halb so viel meine Videos gucken. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Ist jetzt Ferienzeit oder sowas, dass die Hälfte der Leute weg sind? Oder ja, hat euch die Zeit nicht so gepasst, in der ich die Videos, zu der ich die Videos hochlade? Das war ja meist kurz nach Mitternacht. Oder hat euch die Länge nicht gepasst? Die Videos waren ja ein bisschen kürzer, als es sonst meine Videos sind. Ich weiß es nicht und habe dafür keine Erklärung. Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen von euch da was ein. Ach so, und ich wollte ja eigentlich den Cobblestone austauschen. Ach, das ist ja auch noch ein Half-Step. Okay. Zack, zack. Dann brauchen wir auch noch Sand-Half-Steps. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, euch da eine Erklärung einfällt. Ich weiß jedenfalls keine. Und ich finde das schon ein bisschen rätselhaft, dass da auf einmal die Viewzahlen so auf die Hälfte einbrechen. Wenn es da irgendwas gibt, was euch da ein-, auf- oder umfällt, dann schreibt das doch mal einfach in die Kommentare. Ja, vielleicht kann man da was machen, dass das wieder gut wird, so wie gewohnt. Ja, denn momentan sieht es halt so aus, ich habe knapp 800 Abonnenten oder gehe auf die 800 Abonnenten zu und es gucken aber nur so um die 200 Leute meine Videos und da könnte der Eindruck entstehen, dass ich hier viel mit Sub for Sub mache, was ehrlich gesagt ja überhaupt nicht mein Ding ist und was ich also auch keinem empfehlen würde, es zu machen, denn ihr bekommt dadurch zwar Abonnenten, schön und gut, aber ihr bekommt keine Leute, die eure Videos zuschauen. Jemand, der Sub for Sub macht, da abonniert man sich halt gegenseitig und gut ist. Na, man guckt sich nicht gegenseitig seine Videos an. Ja, und deswegen kommt also Sub für Sub für mich nicht in Frage. Und es sieht eben bei den meisten so aus, die Sub for Sub machen. Die haben zwar jede Menge Abonnenten, aber ihre Videos werden nicht angeguckt. Und das ist ja nun nicht Sinn der Sache. Ja. Gut, dann weiter hier zum Thema. Wie gesagt, also wenn euch zu den Viewzahlen da eine Erklärung einfällt, ich meine, gut, die Leute, die jetzt die Videos nicht gesehen haben, kann man natürlich schlecht ansprechen, weil sie eben die Videos nicht gesehen haben oder weiß nicht, was da los ist. Aber schreibt dazu eure Gedanken einfach in die Kommentare rein. Es ist auch in Folge 124. Hat jemand geschrieben, dass ich doch bitte das View-Bobbing anmachen möchte und der Kommentar hat gleich 7 Thumbs up bekommen, Daumen hoch und ja, wie ihr seht, bobbt es also bei mir. Ich habe es einfach eingeschaltet. Ich hatte es vorher bewusst ausgeschaltet, damit ich also doch ein stabiles Bild habe und ja, mal sehen, wie es jetzt geht und mal sehen, ob es mich stört, ob ich damit gut klarkomme. Bis jetzt, denke ich mal, passt das eigentlich.
Schauen wir mal. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Wie geht's weiter? Viele haben inzwischen auch noch mal gefragt nach einem Download der Welt. Den wird es geben. Ja, wird noch ein bisschen dauern, aber ich werde hier nicht noch das ganze Berberdorf hier fertig machen, denn hier soll ja auch noch die Mine hin. Das wird also ein bisschen noch dauern, bis das hier soweit ist. So lange wird das mit dem Download nicht dauern. Und es wird auch wieder eine Mitbauaktion geben. Da habe ich nämlich inzwischen ein Gelände gefunden, wo wir sowas machen können. Und auch eine Idee gefunden. Das soll natürlich wieder was Besonderes werden. Ja. Weil einfach und Standard kann jeder. Da habe ich also schon eine gute Idee, eine besondere, was wir da machen. Und ja, das muss jetzt natürlich noch alles vorbereitet werden. Ich will auch noch, bevor das Update auf die 1.8 kommt, erstmal ein paar Federn ernten. Nee, also bevor das Update auf die 1.8 kommt, möchte ich noch viel von meiner Welt entdecken, also noch weitere Landschaften entdecken. Da werden wir also in den nächsten Folgen sicher auch noch mal wieder auf große Erkundungstour gehen. Dass wir da noch richtig große Bereiche der Welt hier entdecken, denn ich möchte eigentlich ja halt eine Reihe Chunks, ganze Fläche schon entdeckt haben, bevor mit dem 1.8 dann unter Umständen NPC-Dörfer oder so ein Spaß kommen. Das wäre mir ehrlich gesagt nicht so recht. Meine Dörfer, man sieht es hier, baue ich am liebsten selber und am besten selber. Und noch besser mit eurer Unterstützung. Wenn wir uns Karabatabana und Neptuns Dank angucken, sowas kann es einfach nicht als NPC-Dorf geben. Na? Oder sowas hier. Da möchte ich einfach genug Geländereserve haben, die nicht besiedelt ist. Deswegen werden wir da in den nächsten Folgen dann auch wieder mal auf große Entdeckungstour gehen. Da möchte ich wirklich weite Bereiche neu entdecken, mit euch zusammen. Dass wir da also genug Geländereserve haben für die neuen Chunks, dann mit der 1.8, die dann kommen, gibt es ja noch genug Gelände, was wir dann da entdecken können. Und ja, werden wir also mal sehen, wie es dann da weitergeht. Hier mit dem Berberdorf, ach so, ja, genau, da wollte ich ja noch erzählen, wird es natürlich auch weitergehen, immer schön Stück für Stück. Wenn ich also eine Idee für die nächste Hütte habe und gutes Gefühl beim Bauen, dann geht es hier also weiter. Was ich mir hier noch so vorstelle, ist, dass halt natürlich die Siedlung hier so weiter rumgeht, dass es hier oben den Weg gibt, der also auch dann auf dieser Höhe rund ungefähr um die Siedlung herumführt und dass sich die Häuser dann hier so Richtung Minecart-Station hochziehen, dass dann also eben hier natürlich, hier ist ja wieder so ein schmaler Durchgang, der dann hochführen soll. Das nächste Haus soll dann also hier anschließen mit der Wand und dass sich das dann aber auch hier so den Hügel hochzieht, dass da also dann da drüber noch ein weiteres Haus steht. Zurückgesetzt natürlich. Ja, eventuell die Försterhütte, weil ich habe den Leuten hier ja doch ein bisschen Wald spendiert. Eventuell noch was anderes, was mir halt eben an Gebäuden dazu einfällt, dass sich also die Siedlung hier hochzieht zur Minecart-Station hier an beiden Seiten drumrum. Und gehen wir mal noch ein Stück nach hier auf die andere Seite, dass natürlich auch hier diese Fläche besiedelt wird. Ihr seht, ich habe hier schon angefangen, das mit Sand zu bedecken, weil das natürlich auch Wüste sein soll. Dass sich also hier die Siedlung wirklich hinzieht, dann bis zu den Minen, die hier entstehen. Da haben wir natürlich einmal hier eine tiefe Höhle, die es zu entdecken gilt und wo war's, wo war's, wo war's? Hier ist nämlich noch eine. Entschuldigung. Noch eine zweite Höhle, die recht vielversprechend aussieht. Genau, die hier. Da müssen wir also auch noch rein. Und das hier auskundschaften. Aber. Zack, 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 zack. In der nächsten Folge wird es erstmal weitergehen.
Ja, Sonne geht auch bald unter, wunderbar. Das passt also dann auch mit dem Timing für diese Folge. In der nächsten Folge wird es dann weitergehen mit der Höhle, die wir da hinten auf der Insel entdeckt haben. Da ist ja noch so einiges hoffentlich unentdeckt. Da werden wir also nochmal los, denn ich brauche nochmal hier Eisen. Ist ein bisschen knapp geworden. Ne? Da werden wir uns dann das nächste Mal auf die Suche begeben und hoffentlich schöne Abenteuer erleben. Bis dahin bleibe ich. Atschö mit Ö, euer Dutchman.